Ich habe mich schon sehr früh für eine technische Ausbildung entschieden und habe nach 4 Jahren Mädchengymnasium an die HTL in Salzburg gewechselt, und zwar den Zweig Nachrichtentechnik und Elektronik. Und mir war das damals auch wichtig, recht schnell ins Berufsleben einzusteigen. Das heißt, nach der Matura habe ich mir sofort einen Job gesucht und habe dann nur berufsbegleitend an der FH Salzburg Telekommunikationstechnik und Systeme studiert. Mein Name ist Verena Petro. Ich bin im Bereich Technische Services bei der Salzburg AG als Informationssicherheits- und Abteilungskoordinator tätig. Wir haben sehr nette und teamfähige Kollegen. Für mich sind sie einzigartig. Also ich schätze sehr die Kombination aus technischer Expertise, ausgeprägtem Individualismus, aber auch sehr starke Teamfähigkeit. Also prinzipiell beginnt der Arbeitstag einmal mit einer Tasse Kaffee und ich schaue mir dann die aktuellen Security-Themen an, was ist wichtig, wer könnte welche Informationen brauchen. Und der Tag gestaltet sich dann so, dass entweder die Maßnahmen, die abgeleitet werden, umgesetzt werden oder halt irgendwelche Störungen, die aufpoppen, die man halt dann direkt behandeln muss. Probleme erkennt man die Monitoring-Systeme sehr einfach visuell durch eine optische Kennzeichnung, dass irgendwo zum Beispiel das rot wird, dass man sagt, okay, da muss ich jetzt hinschauen, um das Problem muss ich mich kümmern. Was dann die Ursache des Problems ist, das muss man dann sehr individuell feststellen und suchen und recherchieren, weil in der Regel ist es so, dass es die Recherche wesentlich länger dauert als die Behebung des eigentlichen Problems, und damit das Ganze dann auch wieder ordnungsgemäß läuft und die Funktion wiederhergestellt ist. Prinzipiell ist es natürlich so, dass die Cyberattacken weltweit stetig steigen. Die Statistiken spiegeln das auch wider. Also momentan würde ich sagen, so die gängigen Methoden wie Phishing, Ransomware oder Social Engineering sind so die häufigsten, wo die Hacker versuchen, sensible Informationen zu ergattern oder Schadsoftware zu verteilen. Prinzipiell ist der Tenor mittlerweile, jeder wird gehackt. Der Fokus liegt hier stark auf dem Faktor Zeit. Also wie schnell wird es erkannt und wie schnell werden Gegenmaßnahmen eingeleitet. Wir haben natürlich im Unternehmen sehr viele verschiedene Service-Hotlines und Mitarbeiter, die Support liefern. In unserem Fall, in der Netzwerktechnik, ist die Fehlermeldung eigentlich immer gleich, das Internet geht nicht. Und das Spannende daran ist einfach dann rauszufinden, naja, warum geht's Internet nicht? Und man hat natürlich als Kommunikation nur die Telefonverbindung. Für mich ist der Job wichtig, weil ich der Meinung bin, Cybersecurity ist wichtig und wird immer wichtiger. Und vor allem ist es auch ein Thema, wo wir alle zusammenhalten müssen. Und die Salzburg AG bietet auch ein sehr umfangreiches Spektrum an Technologien und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wo man dann seine Zukunft verwirklichen kann.